Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 19. Juni 2020. Wir widmen uns heute einmal dem, ja, mit Abstand stärksten Index in den USA, nämlich dem Technologieindex Nasdaq. Dieser notiert, wie Sie gestern mit Sicherheit schon gesehen haben, knapp oberhalb der Marke von 10.000 Punkten. Wir haben zuletzt eben die Rückeroberung wieder geschafft, der horizontalen Marke 9.740 Punkte. Alles darüber bleibt ja vorerst in den Händen der Bullen wieder rum und ermöglicht auch nochmals einen Angriff bis zur Marke von 10.150 Punkten. Erst mit einem Unterschreiten von 9.740 Punkten könnte sich eben wieder eine neue Abwärtsdynamik entfachen. Durchaus mehr, aber eben auch weniger, weil man eben weiterhin schauen muss. Es sind eben die großen Fangaktien, die eben hier in Summe den Markt stemmen und auch halten. Wir haben ja ein relativ starkes Ungleichgewicht im Markt. Es sind eben, wie gesagt, die Fangaktien, die ziehen und der restliche Markt dümpelt eigentlich vor sich her. Paradebeispiel dafür ist nämlich beispielsweise eine der Fangaktien, und zwar Apple. Wir sehen es auch hier ebenfalls eigentlich. Das Äquivalent zum Nasdaq-Ausbruch über den horizontalen Widerstand auf einem absoluten Rekordniveau. Hier ist alles bullig. Erst mit Kursen unterhalb von 330 US-Dollar könnte es eben auch hier wieder zu einer Kurskonsolidierung kommen. Alles oberhalb eben der letzten Ausbruchszone ist und bleibt vorerst absolut bullisches Terrain. Es kann sogar theoretisch noch weitergehen. Natürlich steckt man hier in einer ganz, ganz klaren Übertreibungsphase, weil die Aktie jetzt schon von 210 auf 350 US-Dollar wie an der Schnur gezogen angestiegen ist. Die Sommermonate sind wie bekannt eigentlich tendenziell schwach, aber auch das werden wir sehen, ob sich das hier eben statistisch wirklich bewahrheiten wird oder nicht. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Nicht vergessen, heute Hexensabbat und dazu dann mehr heute Abend mit dem Blick auf den DAX.